Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier auf DonauTV. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Wenn man sich für die Menschen in seiner Heimat, für seine Heimat einsetzen kann, das ist für mich auch ja, Lebensinhalt geworden. Tobias Reis, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Die Familie ist für mich ja, der Lebenszweck, der Lebensinhalt. Wenn ich jetzt heute früh wieder weggefahren bin, von meiner kleinen Tochter nochmal geherzt wurde, die immer sagt, sag doch deine Termine ab, damit du mehr daheim sein kannst. Wenn man mit der Frau, mit den Kindern unterwegs sein kann, es gibt nichts Schöneres. Ich habe mich schon immer gerne engagiert vor Ort. Ich habe eine Theatergruppe gegründet. Ich war in der katholischen Jugendarbeit. Ich war Oberministrant. Und wenn man dann so in der Jugendarbeit unterwegs ist, dann will man natürlich auch ein bisschen Politik machen, ein bisschen sich einmischen. Da kam der Gemeinderat an. Dazu und so kommt halt ein Schritt nach dem anderen Kreistag bis hin jetzt zum Landtag. Und wenn man sich für die Menschen in seiner Heimat, für seine Heimat einsetzen kann, das ist für mich auch ja, Lebensinhalt geworden. 30 Jahre kommunalpolitische Erfahrung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Tobias Reis trotz seiner Arbeit im Bayerischen Landtag noch immer Mitglied des Gemeinderats seiner Heimat Brand und des Kreisrats Tirschenreuth ist. Mein Kernanliegen ist meine Heimat. Ich vertrete die nördliche Oberpfalz, den Landkreis Tirschenreuth, Neustadt im Landtag. Und ich will, dass wir alles tun, damit wir uns hier in der nördlichen Oberpfalz gut weiterentwickeln. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf, ja, die wird neue Umweltministerin. Früher als gedacht versammelten sich Bayerns Politiker im Landtag. Der Grund? Christine Haderthauer. Fast ein Jahr war sie Leiterin der Staatskanzlei, dann reichte sie ihren Rücktritt ein. Eine Entscheidung, die für die Opposition viel zu spät kommt. Deshalb besteht auch die Landtags-SPD auf einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Haderthauers Rücktritt ist der sogenannten Modellauto-Affäre geschuldet. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht gegen die CSU-Politikerin. Ihren Posten an der Spitze der Bayerischen Staatskanzlei übernahm kein Unbekannter. Marcel Huber war bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Die Überraschung des Monats dürfte wohl die Leitung des Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz sein. Hier wurde Ulrike Schaaf, eine 46-Jährige aus Erding, von Horst Seehofer auserwählt. Sie galt bisher eher als unauffällig. Ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet. Die Überraschung ist natürlich da, aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Die gelernte Bankkauffrau und Diplombetriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut.
Die 46-Jährige ist seit 2011 Schatzmeisterin der CSU und Präsidiumsmitglied. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Die Berufung Scharfs ins Kabinett war da nur eine Formsache. Schließlich hält die CSU die Mehrheit im Bayerischen Landtag. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und auch nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Thomas Kreuzer, Sie sind Fraktionsvorsitzender von der CSU. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein. Und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Hadertauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Frau als mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Es sind ja schon im letzten Jahr eine ganze Reihe an Vorwürfen auch öffentlich geworden, aber letztlich nie wirklich aufgeklärt. Allein die Tatsache, dass die Frau Hadertauer nicht mehr da ist, ist, glaube ich, für die Demokratie und für den Rechtsstaat zu wenig. Wir wollen einfach wissen, wie ein verurteilter dreifacher Mörder mit der Familie Hadertauer dann sozusagen quasi frei herumlaufen kann. Wir wollen auch wissen, wie es passieren kann, dass in der Staatskanzlei sozusagen mit den Mitteln dieser Behörde auch Presseverlautbarungen für den Herrn Hadertauer auch Verbreitung finden können. Das sind Dinge, wo Partei oder auch persönliche Angelegenheiten und Staatsapparat in einer Art und Weise vermischt wurden, die indiskutabel sind, die auch abgestellt werden müssen, nicht nur im Fall Hadertauer, sondern auch in allen anderen Fällen für die Zukunft. Ja, der Untersuchungsausschuss soll natürlich feststellen, ob es Verfehlungen gab. Ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist. Christine Hadertauer ist eine hervorragende Politikerin und eigentlich war ihr Mann der Inhaber der Firma und sie war nur zeitweise beteiligt und hat die Beteiligung vor über 10 Jahren auch schon abgegeben. Also meine Hoffnung ist, dass der Untersuchungsausschuss sie entlastet. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten im September beschäftigte, nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern wirklich nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München, die platzen aus allen Nähten. Und die Opposition will schon vor Jahren gewarnt haben, dass dies so kommen werde. Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang.
ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. In Sachen Flüchtlingspolitik hat Bayerns Sozialministerin Emilia Müller klar definierte Ziele. Auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag wollte sie dem Sozialausschuss Rede und Antwort stehen. Dafür verließ sie sogar vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um der Regierung mangelnde Aufklärung und zu spätes Handeln vorzuwerfen. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und das Sonderwege finden. Für die CSU scheinen diese Vorwürfe ungerechtfertigt. Schließlich sei die Situation erst seit kurzem dermaßen extrem. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Noch Ende Oktober gibt es Erleichterung für die Erstaufnahmelager in München und Zirndorf. Dann will man in Regensburg eine Zweigstelle mit 250 Plätzen eröffnen. Des Weiteren ist für jeden Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Für Mitte 2015 kann man in Bayreuth damit rechnen und in Augsburg sollen die ersten Asylbewerber ab der zweiten Jahreshälfte 2015 aufgenommen werden können. Ansonsten noch in Deckendorf und in Schweinfurt. Insgesamt will man aber die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern noch bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. Nach einem kurzen Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen darf eine alte Kaserne bei Ingolstadt umfunktioniert werden. Aber nicht nur den Sozialausschuss beschäftigt die Thematik, nein, der gesamte Landtag hatte die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Ja, wir müssen zuerst mal versuchen, den Zuzug an Asylbewerbern effektiv zu beschränken. Das heißt, die europäischen Staaten, aus denen viele Asylbewerber kommen, Serbien zum Beispiel, müssen zu sicheren Drittstaaten werden. Kann ja nicht sein, die wollen in die EU. Und gleichzeitig behaupten Tausende, sie würden dort politisch verfolgt. Es gibt jetzt natürlich ein paar Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden müssen. Es geht zunächst mal um die Erstaufnahmesituation. Da brauchen wir natürlich in jedem Regierungsbezirk ein solches Aufnahmelager, wenn Sie so wollen. Das ist wohl auf den Weg gebracht, aber wir warten immer noch, es geschieht noch nichts. Also das ist die erste und dringende Forderung, dass man in jedem Regierungsbezirk auch eine Erstaufnahmeeinrichtung hat. Ich denke auch, dass der Bund mit seinen Einrichtungen, Stichwort auch Bundeswehrkasernen, sicherlich da zur Seite springen muss. Das tut der Bund bislang sehr zögerlich, ist aber nach unserer Einschätzung und angesichts der Situation in den Aufnahmeeinrichtungen völlig indiskutabel. Und die dritte, auch schnellgreifende Maßnahme ist, dass man die Verfahren, die Antragsverfahren, die das Asyl behandeln, den Asylantrag behandeln, auch sehr viel schneller abwickelt. Aktuell dauert das 6-7 Monate. Das ist auch in einem Rechtsstaat wie dem unseren sehr zu beschleunigen. Ich denke, das ist möglich und das muss auch geschehen. Natürlich ist es auch eine personelle Frage, aber das alles ist angesichts der Nöte, in denen sich die vielen armen Menschen befinden, ein Gebot auch der Menschlichkeit, der Humanität, auch des Rechtsstaates. Wir können uns das leisten und das müssen wir auch tun. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für Donau TV. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.